neues Spielchen für mich wieder zurückentdeckt gestern. So, wir wollen aber nicht den Herrn Kirai da hinten weiter spielen, sondern einmal wollen wir hier Baumodus sein altes Häuschen abreißen, wegruppen, das Ding. Tatsächlich schaut es da hinten viel besser passend aus, weil nicht so viel leere Fläche drauf ist. Grundstück planieren. Leo. Ja, er hat ja noch nicht so viel Geld. Warum reißt er hier nichts ab? Grundstück planieren, ja. Jetzt. Ich planiere einfach mal alles. So. Dann. Ich möchte dann die Bilder drauf haben. Du, Ja. dich gibt's noch gar nicht. Ist mir egal. Dich gibt's noch gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und wer weiß, ob ich dich überhaupt hinzubringe. Weiß ich ja auch noch nicht. Wenn ich schon echt keine Ruhe vor dir habe, lass mir wenigstens meinen Sim in Ruhe. Ich und Candy sind zufrieden und glücklich. Nee, aber ernsthaft, hier hinten schaut das Häuschen, das kleine Hexenhaus, mit dem unterirdischen Häuschen viel passender aus. Muss ich ehrlich sagen. Weil so ist zu viel leere Fläche. Es ist ja nur eigentlich ein Türmchen überirdisch. So, und ich bin heute dran mit Umziehen. Ich gehe zu mir. So, tatsächlich will ich nämlich aber eins weiterziehen von dem ganz riesigen Grundstück auf den eins kleinere Grundstück. So, und das werden wir auch machen. Ich finde aber meine Hütte immer noch geil. So, Haushalt, Gartens, hallo? Müsste es nicht unter Haushalt sein? Reisen? Haushalt? Warum ist es unter Reisen? Haushalt umziehen lassen. So, wir sind ja gar. Wir haben eigentlich gar nicht so viel Geld tatsächlich. Nur eine fette Butze. Wir ziehen nämlich jetzt um. Und zwar hier auf das Grundstück nebenan. Aktuelle Wohnstätte des Hausbereichs. Wir haben 68.000 und ich würde sagen, wir ziehen hier einmal um. Hier rüber. Möbel behalten, würde ich tatsächlich einfach mal machen. Möbel behalten. Bam. Und ich möchte im Grunde das gleiche Haus wieder bauen, nur ein bisschen seitlich gedreht, also nur in die Le gedreht. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier gehe, wenn ich das gedreht hinbaue, die Hütte hier drüben, sollte die perfekt hinpassen eigentlich. Denke ich. So. So, ziehen wir erstmal die ersten Mäuerchen. Das war ja hier abgestuft, wo das Schlafzimmer so ein bisschen ist. Also. Mietz, du Nervensäge. So. Nein. Ich baue jetzt einfach mal. So. Eins frei. Also hier was im Eck. Eins frei. Bett. Eins frei. Was hier? Ich glaube so. Ich baue jetzt einfach mal so weit nach und nach auf und dann schauen wir mal, wie es sich ein bisschen ergibt. Ich glaube, das war. Das müssen wir gleich noch größer ziehen. Aber wir haben ja im Grunde alles hier ein bisschen auf Speicher. Guck mal. Das Schlafzimmer ist mir ein bisschen zu klein. Das ziehen wir direkt eins größer. Flupp. Dann können wir das Wohnzimmer hier auch eins größer ziehen.
Ich habe sehr viele Bananen im Inventar, so wie es ausschaut. So. Dass es immer wieder raufspringt, ist gerade doof. Wo ist es denn? Hab's doch gerade eben gesehen. Das ist doch nie im Leben unser ganzes Inventar nur. Vor allem Steinzeitprozessor, den habe ich doch nie gehabt. Hä? Da hatte ich den schon im Inventar. Hier. Gefunden. So. Da, da, da. Machen wir den Schreibtisch. Müsste ja rein theoretisch auch überall die gleichen... Nee, es sind nicht die gleichen Farben. Theke von Steinzeit, habe ich eine übrig. Hier habe ich 12. Ich glaube, das ist... Keine Ahnung. Wo ist der Schreibtisch? Suchen Sie einen Schreibtisch. Weil da muss ich es nicht nochmal reparieren oder halt alles tunen. Bei Magic war das egal. Hier die zwei blauen sind da und jetzt haben wir hier zwei weiße. Genau. Die kommen hierher. Aber ich suche jetzt erstmal... Bin ich zu blöd? Wo ist der Schreibtisch hin? Also warte mal, Schreibtisch, Stuhl, den packe ich gleich mal dahin. Hier haben wir den PC, hier mal das Esszimmer. Hier, habt den Schreibtisch gefunden. Ah, nein. So. So, PC haben wir auch zweimal. Der ist auch direkt schon getuned. Die Bücher hatte ich auch hier mit stehen. So. Dann hatte ich hier so was Kleines stehen mit. So ein Blümchen hier so ein bisschen. Muss eigentlich unsere Couch hin? Haben sie uns die Couch geklaut? Ne, hier ist sie. So, genau. Und hier hatte ich dann die zwei. Die hier nebendran. Ich glaube, dies war noch eins länger. So. Damit hier mehr Platz war. Dann hatte ich diesen wunderschönen. Kollegen hier. Ich glaube, da stand sogar der Fernseher drauf. Sind wir eins zu lang? Ich habe das Gefühl, wir sind eins zu lang. Ja, sind wir. Oder? Waren wir nur so schmal? Nee, waren wir nicht. Hat passt schon, wir waren nicht so schmal. So. Wir müssen eigentlich nur das Inventar leer machen. Gut, dieser Steinzeit-PC kommt definitiv weg und ich weiß nicht, wo dieser Stuhl herkommt. Der kommt nicht auch weg. So. So, Bart. Das war's, Bart. Und die Küche. So, bauen wir mal erstmal so weit auf. Küche ist ja relativ easy. Mit's. Und zwar nicht ganz vor, aber schon so ziemlich. Ich baue die jetzt einfach mal so auf. Wie viel habe ich noch? Eins. Okay. Das heißt, ich kann hier noch zwei weitergehen, weil da kommt ja noch eins weg, weil da kommt der Kühlschrank hin. Nee, sogar noch eins weiter, weil da kommt ja nicht nur der Kühlschrank hin. Da kommt ja auch noch der Herd hin. So. Kühlschrank.
Den Kühlschrank hatte ich hier. Und der Herd hat das Eck nicht gemacht, gell? Deswegen hatte ich das 1 versetzt. Doch, hat macht er, aber ich möchte es trotzdem 1 versetzt haben, dass es nicht so im Eck drin steht. So. Hier vorne hatte ich die 2, wenn ich mich nicht täusche. Hatte ich hier stehen. Ein bisschen als Abschluss. Und die Bar war auch noch hier dazwischen. Genau. Da hatten wir die Barhocker davor. Aber war ich noch eins länger? Hier haben wir anderthalb und hier haben wir anderthalb. Ich glaube, ich war noch eins länger tatsächlich wirklich. Dann hatte ich links und rechts nämlich genau 2 frei. So, unsere Küche. Dann haben wir die schon mal soweit eingeräumt. Das Deko-Zeug und alles, also ich sag mal die Mikrowelle hier, bam. Können wir dann alles noch hinplatzieren. So. Ja. Zack. Seifenspender hier. Das industrielle Waschbecken war hier. Da hätte ich die Küchenrolle hier so nebendran stehen. Ja. Zack. Hier. Wein hatte ich auch. Ein bisschen Soßen. Ich glaube, die Obstschale stand nicht in der Küche, denke ich. Die stand am Tisch. Basilikum, Lilien, Weinreben. Ah, das war für unser Sport Fitness Center. Moderne Abzugshaube. Zack. Feuermelder. Mitz. Ach nee, guck mal. Da stand der Fernseher drauf, auf dem Schuhlöffel. Und das Ding hatte ich so dazwischen. Guck mal. So. Aber so mittig dazwischen. Kann aber trotzdem sein, dass das zu Dings ist. So, wo sind eigentlich unsere Teppiche? Sag bitte nicht, die sind jetzt alle in der gleichen Farbe. Ich schmeiß die mal daher einfach. Wegen der Farbe. Genau, ratet, wo das Blaue war. Ich glaube, der Graue war hier. Und der Weiße war hier dann, warte mal, ich brauche die Stühle. Der war... Ah, jetzt habe ich einen gekauft. Nö, einen, ich will keinen kaufen. So, der Tisch. Esstisch. Die waren eins länger. Den hatte ich auf einer Höhe mit der... mit der Bar. Oder? Hatte ich den auf einer Höhe? Ich denke schon, den hatte ich auf einer Höhe mit der Bar. Und da hatten wir den schönen Teppich drunter. Habe ich tatsächlich aber überlegt, ob ich hier trotzdem eins wieder schmäler mache, weil braucht es gar nicht so viel Platz. Oh. Da hat sie Mikrowelle verkauft. Hallo? Jetzt, danke. Der wollte das Eck nicht machen. Raschel, raschel, raschel. So.
Genau. Wie bitte? Ich brauche 20 Thunfisch. Ja. Hering. Ohne Ende. Ja, diese. Meinst du? Die Bücher hatte ich hier. Hatte ich nicht auch irgendwie so Tischlampen? Ich weiß es nicht mehr. Okay, wir gehen weiter ans Bad. Da hatte ich eine schöne Eck. Ding. Hatte ich vielleicht im Bad dann den Teppich? Nee, im Bad hatte ich keinen, den Teppich nicht. So. Ah doch, ich habe nochmal zwei Teppiche. Vielleicht hatte ich den doch im Bad. Ach, guck mal, die Anlage. Kommt auch hierher. So, nach und nach kriegen wir schon alles ein bisschen platziert. Wo ist denn die Dusche? Hier ist die Dusche. Warte mal. Das tausche ich lieber mal so ein bisschen. Dann lässt sich nämlich hier das schöner. Wobei, ich mache eh die Toilette hier hin. Und wo ist unser Waschbecken? Hier ist unser Waschbecken. Flupp. Ich glaube, das geht nicht. Ich kann von denen nur 10 Spieler kaufen. Wie habe ich denn die Teppiche da gehabt? Oder hatte ich die größer? Oh Gott, wie ging die nochmal größer? Hab's. Stunde zum Wachsen. Ich weiß es nicht mehr, wie ich die Teppiche da hatte. Nein! Soll ich den Teppich machen? Ich mache den Teppich hier weg. Wo hatte ich denn den Seifenspender dann draufstehen? Hatte ich den hier drüben mit beim Waschbecken? Kann sein. So. Warte mal, gefällt mir so nicht. Ich glaube, mein Bart war größer. Ja, das Gefühl habe ich gerade ein bisschen. Ah ja, mein Bart war größer, deswegen hatte ich auch das hier passende. Deswegen hatte ich hier auch eins über.
Genau. So. Okay, was haben wir noch im Lager? Bananen. So. Und es zählt. Von 50 Kilometer. So. So ein Handtuch. Hatte ich hier ein Handtuch? Ja, ich hatte hier das Handtuch. Guck mal, Klopapier, ganz wichtig. Jetzt haben wir eigentlich fast nur noch, fast nur noch Deko. Gut halten und ein paar Blümchen. So. Ja, fast nur noch Deko und Mülleimer. So, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir die Garderobe hier. Hier so da hängen. Und ich guck mal, was haben wir noch dekotechnisch gerade so ein bisschen. Ja, das Restliche verteilen wir dann in der Wohnung. Was hatte ich hier noch drin? Ach so, da drüben war das Fitnessräumchen noch. Das können wir dann auch noch ranbauen, aber das ist erstmal das Haus so. Ich denke, das passt soweit. Fitnessräumchen machen wir dann. Beides mit dem Gartenhaus und alles lassen wir mal gut sein. Warum sagt mir keiner was, dass wir ne, dass Sims stumm ist? Sims ist stumm, toll. Naja, ups. Sorry. Und Sally hat man nicht gehört. Aber man hat sie trotzdem gehört. Ja, ich habe in OBS vergessen, den Sound einzuschalten. Deswegen warst du etwas unter die Stummen gegangen. Ja, passiert. Zack. So, und jetzt. Wir brauchen ja nur erstmal eine Tür, der Rest sind Fensterchen. Wo sind sie eigentlich? Wo sind meine schönen Fensterchen hier? Die gefallen mir nicht tatsächlich sehr. Tschüpp. Vielleicht nicht hinterm Fernseher. So. Da will ich schmälere machen. Hier will ich auch andere Fenster dranbauen. So, und da kommt ja dann voraussichtlich noch ein Raum ran.
So, die in kleiner. Das war hier. Hier übers Bett. Und zur Küche. So, da kommt ja dann noch das Fitnessstudio ran. Deswegen lassen wir da mal frei. Hier über die Couch dann auch noch das. So. Und im Bad. Das Bad. Würde ich tatsächlich auch tendenziell die hier bauen. Ich sehe gerade, dass ich die Dusche falsch habe. Aber ich glaube, ich mache das. Ich packe die Dusche hier hin. Und die Wanne packen wir da. Wieso kann ich die Wanne hier nicht hinpacken? Hä? Achso, wegen dem Handtuchhalter. So. Ich brauche Süßigkeiten. Du brauchst Süßigkeiten? Ich muss Süßigkeiten kochen. Davon habe ich 300 Stück gefühlt gemacht. Wegen der einen Quest. Ich habe dir das Bild geschickt. Ja. Wo ich dann so ein bisschen, hä? Meine Mama hat sich totgelacht. Mache ich dahin, wie ich das... Ich mache hier. Und die Tür hier, weil ins Schlafzimmer muss nicht jeder gucken oder aufs Klo, wenn einer kacken ist. So. Ja. Machen wir so. Dann brauche ich Inventar-Stuff. Und zwar, ich glaube, weil ich das hier zweimal habe, war das... Oder das war fürs Schlafzimmer. Das kann auch sein. Warte mal. Ja, ich glaube, das war das Schlafzimmer. Das war dann hier so überall so ein bisschen. Weil das haben wir 7-mal. Genau. Hat auch ganz genau hingehauen. Ist genauso wie ich dachte. So. Ich habe noch 5 Lampen übrig, die könnten natürlich im Fitnessstudio gewesen sein mit. Oder halt hier irgendwo eine mehr, aber das reicht schon. So. Platzieren wir mal ein paar Gemälde. Ein paar Bilderchen. So, hey Magic. Magic, du bist umgezogen. Sorry, du bist nicht mehr bei uns. Weil es einfach so falsch ausgeschaut hat. Irgendwie. Weil das riesige Grundstück und nichts. Was? Depressive Schluchzen. Du bist jetzt auf einem viel passeren Grundstück, wo halt viel mehr unterirdisch passiert. Es passt besser. Da schaut's oben nicht so leer aus.
kann ich dir dann mal zeigen, aber ich baue gerade, ich ziehe auch gerade um, weil ich hier oben dann ein fetteres Häuschen hinbaue für so Edelstahlomat. Ne, es passt wirklich besser. Es passt viel besser. So, Edel. Das war alles Sportzimmerchen, das war Rakete. Das war halt so Deko, Garten. Achso, warte mal, weißt du was? Ich glaube, ich weiß, wo ich die Obstschale hin hatte. Ein bisschen Deko-Sachen habe ich noch. Der Rest ist halt alles wirklich Garten. Okay. Mama, ich speichere mal kurz. Speichern. Jetzt bin ich traurig. Muss Toblerone essen. Warte, pass auf. Welt verwalten gehen. Ich zeig sie dir. Zeig's dir. Nee, passt aber wirklich besser. Aber auf der großen Fläche hier nebenan. Warte mal. Pupp. Hier. Ja, das Häuschen kommt weg. Mein ehemaliges, will ich einen Wohnblock hinbauen, so modernes. Und hier hattest du ja so mittendrin deinen Turm. Jetzt hast du hier hinten dein Türmchen. Warte, pass auf. Ich finde, passt viel besser. Also ich habe schon überlegt, ob ich dich in den Keller von Xenia ziehen lasse. Also guck mal. Es ist halt finanziell bei dir noch nicht so prickelnd. Aber hier außen schaut es jetzt so aus. Ich finde es passender. Nicht so... So, auf nichts. Weißt du? So ein Turm mitten im Nichts. Hätte ich mehr Geld, hätte ich den tatsächlich noch ein bisschen höher gezogen. Ja. Aber hier, wir machen schon ein bisschen was für dich für Geld. Und hier ist halt, unterirdisch ist bei dir das. So bis jetzt, und ich habe dich so ein bisschen in dem Stil letzter Zeit hier schon mal eingepackt, so. Du weinst gerade unter der Bettdecke. Also hier so ein bisschen der Stil wird so ein bisschen, keine Ahnung, wie so im alten Vampirfilm, wie heißt es denn, so ein bisschen Goff angelegt, so ein bisschen Renaissance-Zeit werden, weißt du? Ein bisschen Renaissance-mäßig. Ich glaube, mir müsste Renaissance sein. Also richtig, ich möchte dich in so richtig fetten Kerker reinpacken. So, und ich ziehe halt jetzt von da nach da um gerade. So, da könnte ich ja rein theoretisch. Geil. Das ist der Plan. Aber es ist halt, hier hinten ist der Turm halt passender auf dem kleinen Grundstück, weil eh alles unterirdisch passiert. Als auf dem riesen Ding. Kerker. Wir gehen mal kurz hier rein in mein altes Häuschen. Wie schnell so ein Käffchen leer ist. So. Genau. Tatsächlich war... Ich versuche es nämlich halbwegs nach dem Häuschen hier wieder nachzubauen. Okay, das sollte mir reichen. Mal kurz zum Anschauen. Bam, Grundstück weg. So. Speichern. Welt verwalten. Dass ich nicht nur... Ich muss immer in Welt verwalten gehen. So. Ich glaube, das ist es wirklich, was dir am besten gefallen wird zum Schluss. Dein Häuschen. Erotisch und traurig gemischte Toblerone-Schmatzgeräusche. Ja, du bist halt jetzt nicht mehr so nah bei Xenia, aber es ist ja kein Thema, du musst ja nur die Straße runterlaufen. Grüße übrigens mal von mir. Der ist wie Trio, er ist ja auch von hier nach hier umgezogen. Und hat jetzt auch ein schöneres Häuschen und ein passenderes Häuschen gekriegt. Nicht mehr so lang gezogen, mehr ein bisschen größer. Trio müssen wir auch noch 3 Kinder machen mit seiner Katalogfrau. Oder Julie mit ihrer Ranch. Ist auch echt gut geworden.
Ich finde, meine Häuser sind an sich echt nice geworden. Ich brauche halt nur so ein Thema. Mache ich. Ist gerade duschen. Warum bist du nicht unter der Dusche? Also auch. Warte mal kurz, Lars. Du, Magic. Ja. Ich bin erst morgen wieder bei ihr. Ganz bestimmt, ganz unschuldiges Pfeifen. So, und wir müssen unser Häuschen dabei weiterbauen. So. Okay, ich will mal für ein bisschen Bodenbelag. So langsam, ha? Huh? Das geht bei mir einfach. Einfach, weil ich so helles Holz mag. So, ich glaube, Magic ist was. Ist, ich weiß nicht, vielleicht ist Magic was aufgefallen, vielleicht ist ihm auch nichts aufgefallen. So. Ja, schau mal vor deinen Namen. Da. So. Einfach nur, um in die richtige Kategorie zu kommen. Es geht schneller. Und zwar will ich vielleicht nicht den hier. Denen eins größer hätte ich gerne. Das ist den, den ich vorhin verkauft habe. Den hier in eins größer. Ich weiß, den gibt es in eins größer. Ich finde ihn nur nie. Ich finde immer nur... Ne, das ist doof. Nein. Fast. Aber auch nur fast. Was ist doch dann der? Warte. Ach, der ist da. Warum ist der ganz unten? Ach, das ist der ganz. Warte mal. Genau. Und den hätte ich gern so in so. So einem Grau eigentlich. In einem helleren Grau. Hab mich auch erstmal heute auf dem Fahrrad wegen Laub hingelegt. Ganze rechte Hüfte aufgeregt. Aua, warum machst du sowas? Es tut doch weh. Mach nicht sowas. Jeder, wie er Bock drauf hat. Hä? Jeder, wie er Bock drauf hat. So ein bisschen. Ich weiß auch nicht. So, wir haben jetzt eigentlich nur noch unser Fitnessstudio und ein bisschen Deko-Zeug, was halt fehlt. So, das heißt, wir machen jetzt auch erstmal Außenfassade. Beziehungsweise Innenfassade, da bin ich auch ziemlich easy. Ich mag den als Kontrast so ein bisschen. Ich bin da echt einfach. Und außen... Achso, Trockenband ist schon. Nee, ich suche das andere. Das in Grau. Ohne Holz. Ich bin dafür, ich fütter jetzt ein Kleintier mit Bonbons. Nee, nicht. Warum? Weil ich eine Aufgabe habe, wo ich ein Kleintier füttern muss. Ich bin noch nicht am Arsch viele Bonbons bei mir im Kopf. Ich war dafür, ich fütter jetzt ein Kleintier mit Bonbons. Okay, viel Spaß. Bring's nicht um dabei. Nancy hat letztens auch ein Tierchen mit Bonbons und Süßigkeiten gefüttert. Aber halt am Handy. Wie heißt das Ding? Das fette Klopp-Ding da? Blopp-Ding? Mochi jetzt? Was ich auch? Keine Ahnung. Nee. 100 Bonbons bei mir im Inventar. Das ist mir zu glatt. Ein bisschen Struktur will ich haben, beziehungsweise ich glaube, sowas ist auch ganz cool. Hat auch ein bisschen Moderne. So, weil ich will nicht, ich muss ja diesmal den Weg. So, schau mal her. So. Ja. Ich habe meinen ersten Motivbeutel. Oh Gott, wie war die Kombination nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe Wally bekommen als Motiv. Wie war die Steuerung? Das war... Alt-V, oder? Irgend sowas? Was? Sims 4 Kanten machen. Ha! Steuerung F, hab schon.
zu Abschrägungen. So, und die letzten Riesendorn entfernen. Damit auch das letzte Gebiet freigeschaltet. Und es brennt hier erstmal. Ich fühle mich wie zu Hause. Eins, zwei. Wo brennt es bei dir zu Hause? In der Hölle auch 24/7. Nur es ist grünes Feuer. Und ich hab schon nach dem Höschen. Was? Huch. So. Oh, ich habe tatsächlich Gold. Lust, hier so ein bisschen das hinzumachen, so. So, tschupp, und den Briefkasten auch, aber dafür brauche ich, will einen anderen Briefkasten. Ein bisschen schöneren. Noch mehr Gold. Warte mal, tschupp. Weil der ist ein bisschen moderner und der passt ein bisschen besser dazu, den, wenn ich den da hinpacke und den Mülleimer einfach, keine Ahnung, hier so hin. Ich habe hier doch irgendwo gerade eben ein Haus gesehen. Oder halt hier vorne so. Hä? Den brauche ich dann nicht mehr. Hm. Okay, das, da kann ich nicht rein. Nein. In der ersten Farbe. Ist hier nichts. Ich glaube, meine Freundin ist gerade zu einer Schlange mutiert. Ja. Nee, for real, ich sehe hier einfach nicht zu viele Bäume. So. Jetzt will ich einen schönen, modernen Zaun. Und tatsächlich tendiere ich einfach zu einer Hecke. Ich mag Hecken. Einfach so, weil schon das reiche Volk will unter sich bleiben, also kommt hier eine fette Hecke hin. Aber es gibt so viele schöne moderne Dinge auch, muss man ehrlich sagen. So. Aber das hier zum Beispiel, das schaut so ein bisschen fertig gegossen aus. Das möchte ich eher mir so ein bisschen aufheben für das Haus drüben. Mit Blumen finde ich ist too much. Das passt auch nicht so wirklich hier hin. Das ist eher so für eine Treppe, keine Ahnung. Das schaut gut aus, darauf hätte ich Lust. Im Garten kommt auch noch Zeug hin. Nein. Aber ich glaube, ich werde den Weg hier ein bisschen versetzen müssen, weil so ist doof. Alle Bäume wieder entfernen, auch wenn ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Mietz, auch wenn du langsam schleichst, ich sehe dich trotzdem. Du Pflaume. Weiß die Katze ja nicht. Ja, jetzt bleibt sie stehen. Mist, er hat mich kurz gesehen, ich muss stehen bleiben. Weil Tiere sind ja nach dem Prinzip, wenn sich irgendwas ganz langsam bewegt, sehen sie es gar nicht so oder achten sie nicht wirklich drauf. Ich glaube aber, den Weg muss ich trotzdem noch ein bisschen umbasteln. Das gefällt mir so nicht. Vielleicht ein bisschen näher trotzdem noch ans Haus. Ich reiß mal kurz den Weg hier vorne ab. So bis hier. Ich hätte nämlich gern hier trotzdem so ein bisschen. Und dann hätte ich gern eigentlich da, wo es halt reingeht. Hey. Eigentlich schon irgendwie sowas gehabt, so ein bisschen, weißt du?
Ich würde gerne meine Dreierbreite beibehalten. In den letzten Apfelbaum mit. Weiß ich nicht. Versteckt er sich vor dir? Ja. Ich habe schon angefangen, ein paar Bäume zu entfernen. Auch wenn ich gesagt habe, ich mache das ja nicht mehr. Die Mülltonne ist halt einfach so hässlich. Ich pack die hier in dem Ding. Der Rest ist dann mit Bäumen versteckt. So, da ist die Mülltonne. So. Alles Bäume, die entweder keine Blätter oder rote Blätter haben. Da muss ich doch irgendwo den Apfelbaum zwischensehen. Weiß ich nicht. So, hä? Ich weiß, dass ich blind bin. So, das Grundhaus. Müssen wir halt dann das Dach noch gleich draufzimmern, so als Grundhäuschen. Und tatsächlich nehme ich jetzt das Räumchen, kopiere es mir. Vielleicht ohne Inhalt, aber das ist... Und pack's dahin hin. So viel zu dem Thema ohne Inhalt. So. Das ist das eigentlich, was ich eigentlich noch machen muss, ist das Event. Ich habe keinen Bock auf das Event. Spiel schließen. Das hat sich schnell die Meinung zu dem Event geändert. Warum hast du keinen Bock auf das Event? Weil ich schon fast alles hab, was ich will. So. Oh, Mietz, sorry. Kannst du nur die arme Katze. So, dann mache ich nicht unser Fitnessräumchen da wieder hin. So. Und hier hinten den Eingang zum Gartenbereich wieder. So. Dann würde ich aber auch gerne die Fliesen nehmen, weil die mir halt einfach gefallen. Tschupp. So, jetzt brauche ich Säulen. Und zwar, ich wollte nicht die, die gefallen mir nicht, sondern die... Die haben auch was. Aber nee, einfach nur die weiße. Die weiße, standardklassische Holzsäule. Die gefällt mir am besten. So, im Eck. Ich muss halt schauen, wie wir es machen, wegen am Dach oben. Das Dach war ja ziemlich, oder... Die Fläche war ja ziemlich zickig, wenn ich mich nicht täuschte. So, pass auf, Dach. So. Weil es hier relativ egal ist. Dup, 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 dup. Beim Dach gerade hier geht's halbwegs, so wie es ausschaut. Schaut gut aus. Verdammt. Hier hätte ich es mittig. Hier habe ich zwei und hier habe ich zwei. Hier wäre es auch mittig, der Pfosten. Schaut aber irgendwie blöd aus. Okay. Ich mache nicht mal kurz eins kürzer, damit ich dich als... die Wand als Vorlage haben kann. Genau. So. Dann ziehe ich dich durch. Bis hierhin. Aber alles halt ein bisschen flacher tatsächlich. So, die sollen flacher sein als das.
Hm? Und so, du musst aber eins länger werden. Weil hier hinten das ja auch eins länger ist. Dann haben wir hier die Kante gut getroffen, aber ich glaube, das Dach ist noch ein bisschen eins zu hoch. Mache ich eins noch alles? Eins flache? Gefällt mir besser. So, jetzt brauche ich noch Dachabschlusskanten. Ich weiß noch nicht, welche. Die hier? Nee, ich glaube, ich habe... Welche habe ich genommen gehabt? Weil hatte ich die hier? Nee, die waren es too much. Hatte ich die? Oder hatte ich die? Ich muss jetzt mal... Da passiert irgendwie gar nichts, ja? Ich glaube, ich hatte... Ja, Kamera. Ärgere mich doch nicht immer. Die hier, weil die so eine kleine Kante drin hatten, weil... Ja. Können wir natürlich auch in verschiedenen Farben machen. Aber ich glaube, weiß schaut ganz gut aus, so ein bisschen aus Kontrast. So, jetzt schnappe ich mir noch den hier. So, an alle Fensterchen und alle Dinger ran. So, zack. Haben wir. Gut. Was habe ich hier? So, dann können wir nicht unser Fitnessräumchen hier auch mal weiter basteln. Oder wieder rein basteln. Die eine Lampe, die mir fehlte, glaube ich. Aber ich glaube... Ich hatte die eher so ein bisschen angeordnet. Gib mir die Lampe. Gib mir nicht den Raum. So. So, Fenster haben wir dran. Dann hatte ich ein Laufband hier. Auch so ein bisschen eins, nicht ganz an die Wand. Und ich hatte ganz viele von den Dingern. So. So in verschiedenen Farben hatte ich die. So ein Sportplakat als Motivation. Als Motivation noch weniger zu tun. Höchleistung zu bringen. Hatte ich, soll ich hier vielleicht auch so einen Mengen Teppich reinpacken? So einen vielleicht so ein bisschen. Bisschen zum Haus passt und alles dunkle hier. So, was haben wir noch ein bisschen als Deko hier? Ich weiß, so ein bisschen Deko, Blümchen-Deko und Blümchen-Deko, ja, Deko. Blümchen-Deko hatte ich ja auch. Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn überall noch ein bisschen Platz? Guck mal. Hier hatte ich noch ein bisschen Platz. Hatte ich... Keine Ahnung. Weg damit, brauchen wir nicht. So viel Deko brauchen wir nicht. So. Guck mal. Das schaut doch schon eigentlich ganz gut aus. Hier so ein Sprudler. Ich überlege, ob ich vielleicht hier einfach so eine Treppe nach unten mache und so ein unser Haus, das Häuschen hier auch ein bisschen unter Keller. So, die Rakete. Hm. Ja, so geht's nicht, aber dann bin ich eins weiter so. Schau mal. So. Die Rakete. Ist bestimmt... Na ja, gut, zum Glück ist Sims da nicht so. Ist es auf der richtigen Höhe? Ich sehe gerade, ich habe das Dach hier eins zu weit gezogen. So. Hatte ich eins zu weit? Zum Glück ist Sims nicht so, dass das Dach abbrennen könnte.
Ein paar Blümchen und so will ich da hier mit herschmeißen. So unsere Rakete. Ein bisschen Garten wollte ich ja hier auch bauen. Wieder. Ich meine, lass aber ein bisschen Platz zur Rakete vielleicht. Weil ich ja den Sprudler mal ein bisschen ausprobieren möchte. Ein bisschen spielen will. Was hat man denn? Wir hatten eine Weinrebe. Wir hatten Wein. So, wir hatten Wein. Wir hatten Erdbeeren. Wir hatten Basilikum. Wir hatten Lilien. Ja, Erdbeeren und was weiß ich alles. Ich verkaufe sie einfach. Und die kriege ich wieder. So. Irgendwas anderes habe ich noch verkauft. Weil es umgesprungen gerade ist. Ich glaube, ich bin zu schnell fürs Spiel. So ein Sprudler. Wie gesagt, ich packe den jetzt einfach mal hier hin, dass ich den nicht außerdem wieder verkaufen kann. So, 4 Stück hatte ich gehabt. So. Kaufe ich halt auch wieder 4. So. Das restliche Zeug da drin kann ich eigentlich entspannt verkaufen. Bis auf die 2 Apfelbäume. Pass auf. Apfelbaum. Apfelbaum. Bananenbaum, Bananenbaum. So. Ich gehe mal dahin, weil da tut es nicht weh. Verkaufen wir das mal schnell. Aus dem Inventar. Dann will ich noch ein bisschen für die Umwelt tun, natürlich. Das hatte ich in meinem letzten Häuschen ja auch noch nicht, weil ich das DLC erst danach gekauft hatte. Und ein paar Lämpchen und Garten hatte ich auch noch nicht. Tatsächlich haben wir jetzt die Kohle für den Garten. Frag mich warum. Weil das Häuschen ist eigentlich nicht kleiner, aber ich glaube, das sind die fehlenden Solarzellen. Noch viel. So, wir können. So hier, zack, Solarzellen. Tschupp. Manu. Vielleicht so. So mit ein bisschen Abstand zueinander. Jo, passt. Ein bisschen was für die Umwelt tue ich auch, wenn ich schon eine Rakete im Garten habe. So. Vielleicht packe ich hier noch. So 2 so her. Ist ja egal. Das Dach werden wir eh nicht so oft sehen. Ein bisschen was für die Umwelt haben wir getan. So, tatsächlich, weiß ich nicht, so ein Wasserdingsi schmeiß ich auch erstmal hin. Der Garten wird ja eh noch etwas umdekoriert werden. Der ist ja jetzt halt erstmal noch alles, ja, guck mal. Das waren die Solarzellen. Erstmal noch provisorisch 2 solche Wasserdinger. Ich glaube, das restliche Häuschen haben wir soweit durchgemacht. Jetzt haben wir noch 26.000. Ich würde sagen, wir leben uns erstmal ein bisschen ein, ha? Achso, nee, stopp. Wir müssen da ja noch was einstellen. Merkmale. Heimisch. Es ist auf jeden Fall heimisch. Wir haben schnelles Internet.
Entwicklung schreitet voran auf diesen schneller, weiß ich nicht. Öko-Grundstück, nö. Ich mach Frischluft. Hm. Keine Ahnung. Speichern. So. Vielleicht machen wir trotzdem noch ein bisschen Unterkellerung, aber das Haus ist jetzt erstmal umgezogen. Von da drüben auf hier und ein bisschen angepasster. So, hä? Hat doch schon was. Den Garten machen wir noch, aber jetzt ist das Haus erstmal fertig. Aber Candy. Candy. Hey, Candy. 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 Ja, genau. Es ist alles soweit verbessert. Okay. Nee, ist es nicht. Mach mal Frühstück. Mach mal Rührei mit Speck. So, und bei dir schauen wir mal kurz. Rechnungsimpf. Wie schaut es eigentlich da aus? Also Wasser machen wir plus, Strom machen wir immer noch minus. Ja, gut. Alle Lichter. Ich mag das eher so ein bisschen warm. So, genau. Natürlich ist erstmal direkt die Mucke dran. So. Lass uns mal gucken, ob wir hier überhaupt noch irgendwas verbessern können. Warte mal. Tschupp. Verbessern. Aha. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe genau nur noch die Brennstoffzelle eigentlich überall und da muss ich dann Müll hinzufügen. So, Techtelmechtel mit Candy in der Rakete, das ist doch immer eine gute Idee, oder? Verbessern, was kann ich hier? Verbesserung abgeschlossen. Level 9 der Raumfahrttechnik. Verbesserung abgeschlossen. Verbesserung abgeschlossen. Aber ist da nicht normalerweise ein Haken? Verbesser mal die Rakete. So. Und dann kannst du dir auch mal eine Portion nehmen. So. Was war Candy eigentlich nochmal beruflich? Bloggerin. Ach so, stimmt. Wir haben ihr ihren Beruf gegeben. Stimmt, sie hat ja einen Beruf gekriegt. So, und wir verbessern da hinten die Rakete mal entspannt. Ah, wir brauchen aber auch noch wieder einen Service. Ach nö. Ist eigentlich alles da? Wo sind eigentlich unsere Katzen und Hunde hin? Habe ich die weg? Nein, habe ich nicht. Wo sind unsere zwei Katzen hin? Also ich hatte zwei Katzen, wo sind die hin? Wo sind die zwei hin? Ja, die Gärtnerin, die kann gleich mal loslegen. Wie gesagt, Garten und sowas, das basteln wir noch ein bisschen um. Wobei ich Bock hätte, unterirdisch, also in den Garten hier richtig schön aufzubauen. Tantiemenbericht. Achso, ja. Ha. Candy, ein Tantiemenbericht bis zum geht nicht mehr. Die ganze Nacht. Errungenschaft. Was? Ich habe irgendeine Errungenschaft gekriegt. Keine Ahnung. Hör mal auf. Ess mal was. So. Und dann räumst du es mal weg. Du kannst es auch ruhig aufessen. Ja, ja, keine Sorge. Alex, das kannst du machen. So. Kümmere dich mal ein bisschen um dich. So. Du stinkst. Nämlich. Es ist zwar noch keine grüne Rauchschmade, aber viel fehlt nicht mehr. Und dann schlafen. Danach kannst du die Rakete weiter verbessern. So. Zutaten hinzufügen, säubern. Das ist auch noch. Wie gesagt, ich will so ein bisschen sämtlichen Blödsinn machen mit meinem Charakter hier. Der braucht keinen festen Job. Er ist Freelancer. Wenn wir Geld brauchen, können wir immer einen Auftrag machen.
Oh, was hat denn Candy? Sehr wütend, weil? Kontrollverlust. Wegen unerfüllten Träumen. Oh. Der ökologische Fußabdruck deiner Nachbarschaft hat grün erreicht. Hier hat niemand... Doch, doch. Ah, stimmt. Hier. Xenia waren wir noch am Spielen tatsächlich beim Umdenken. Und Nancy hat ja auch ein bisschen was hier hinten so versteckt. So ein, zwei Sachen. Tatsächlich. Hat sie auch. Nur weil sie ein altes Holzhäuschen hat, ist sie trotzdem Ding. Und sie hat Blümchen im Garten. Verbesserung fertig. So. Was wünscht sich Candy? Candy, Candy, Candy. Pass auf, du bist traurig. Du bist sehr wütend. Bei Job beschämt. Arbeiten ohne Leidenschaft. Weiter geht's. Was? Was hast du denn alles? Ein Job ohne Aufstiegschancen. Du bist doch befördert worden. Komm, kümmere dich mal um deine Frau ein bisschen. Komm, du sie mal ein bisschen aufmuntern hier. Den Tag verschönern. Hier. Bewunderung aushauchen. Das Candy sofort heiraten. Nee. Warte mal, knuddeln. Wo war denn das? Knuddeln, hier. So. So, sie ist wieder glücklich, schau mal. Kaum sieht man meine Fresse. Müsste eigentlich schlechte Laune kommen, aber hey. Verbessern können wir gerade nicht. Nur schlechte Laune? Gesprochen von meiner Freundin. Sie spricht aus Erfahrung. Ich steig direkt in die Rakete. Verpiss dich. Immer schlimmer. Das ist ziemlich verstörend. Alex hat gedacht, würde helfen. Die nächsten Symptome von Weltraumwahn sind Paranoia und Fehlentscheidung. Warum hat der Frischlufttank nicht geholfen? Das muss eine Verschwörung sein. Tank öffnen und untersuchen. Unter Verdacht. Alex entsiegelt den Tank und schielt hinein. Er ist leer. Völlig leer. Nichts mehr drin. Verdächtig. Er ist den Tank in die Luftschleuse geschubst und ein paar Minuten später hat er einen an seinem Fenster vorbeifliegen sehen. Wie ist er dorthin gekommen? Wird er verfolgt? Ein Abhörgerät? Tank reinholen. Weltraumwahn. Alex kann keine Abhörinstrumente finden. Gut. Wir scheinen ihn nicht so verfolgt zu haben bisher. Aber Alex muss sicher sein. Tank genauer untersuchen. Kann jetzt schneller bauen und fliegen. Alex in den Tank mit einem Spezial findet eine Seriennummer. Es ist eine Nummer seines eigenen Schiffs. Waha. Das ist abgedreht. Ist er nach draußen gekommen? Forschen. Was macht Candy, wenn... Gedächtnisverlust. Springt in eine Kapsel, Entdeckungsreise zu begeben. Als er wieder aussteigt, kann er sich an nichts mehr erinnern. Eigentlich Tome von Weltraum war ein kurzer Gedächtnisverlust. Gelangweilt tritt Alex den Heimweg an. Okay. So. Wir sind wieder zu Hause. Und Candy soll ein Buch schreiben. Schreiben? Liebesmail schreiben. An Nancy. Nee, schreiben. Schreiben üben. Du kannst gar kein Buch. Doch, du kriegst doch. Du kriegst Dinge ohne Ende. Tantiemen. So. Du hast Hunger. Genau, iss jetzt erstmal was. Und dann schauen wir mal, können wir irgendwas verbessern? Ich denke doch nicht, dass ich die Verbesserungen schon alle abgeschlossen habe. Kann ich eine krassere Rakete eigentlich bauen? Weil wenn ich jetzt das Bauen schneller bekomme. So, aber hier sind Pflanzen fertig. Weiterentwickeln. So. Dann wollen wir die natürlich auch weiterentwickeln. Boah, die Lilien sind krass. Von der Qualität her.
Geil. So. Du musst aufs Klo. Geh aufs Klo. So. Da wollte ich eigentlich mal schauen. Gibt es noch eine geilere Rakete? Und wo war die Rakete? Leben unter dem Mikroskop. Okay, geil. Ah, hier, guck mal. Raumfahrtfähigkeit. Die 10. Raketenschiff Apollo? Retro-Raketenschiff. Ja, wenn, dann nehme ich Apollo. Steampunk-Flugobjekt. Berufszweig Weltraumranger in der Astronautenkarriere. Ich kann der Astronautenkarriere machen? Okay, pass auf. Wo könnte ich nochmal? Karriere? Job suchen? Astronaut. Da muss ich ja den nehmen. Rein theoretisch, oder? Das sind alles nur so Nebenjobs? Wollen wir Astronaut werden? Ja. Du musst Schach spielen? So, er ist auf jeden Fall... Weltraum war ein vergessenes Ziel. Okay. Er ist jetzt Astronaut. Er will aber auch noch ein paar Kunstwerke haben. Okay. So. Wie geht's dir, Candy? Candy, dir geht's gut. Hast du dein Buch geschrieben? Das ist fertig. Dann würde ich mal sagen... Verkauf's mal. Ja. Candy ist müde. Dann geht Candy schlafen. Einfach ist das. Da glitzert noch was. Eine Palme. Okay. Weltraum erkunden! Du hast eine Mission! Ab dafür. Hilferuf absetzen. Doch nicht so freundlich. Nochmal in die Rakete. Wir stürzen hier ein Raketenabenteuer nach dem anderen durch. Es gibt noch Leben. Überraschen. Doch überlebt. Sie stellt ja fest, dass er im Schaukasten mit ausgestopften Außerirdischen leer. Tut mir nicht weh, jammert eine. Lässt das Rohr sinken. Okay. So, pass auf. Lilien verkaufen. So. Ach, verkauf einmal alles. So. Jeden. Ich glaube, wir sind noch gar nicht so viel Ding, dass wir um den Garten kümmern haben. Nee. Gegen Käfer einspringen. So. Du. Candy will auch irgendwas. Wie geil. So. Wie geil. Liebe in der Rakete. So.
Verpasste Gelegenheit. Angst vor was war denn mit Marco? Du, nein. Alex heiraten. Was? Nach Erfüllen von Wünschen über Ängste reden. Meine Freundin mit immer gleich. Was? Da hörst du zu, hä? Ja, ja. 100%. Sag mal, wie lange Vögel die in der Rakete, wollt ihr mal wieder zurückkommen? So, er schläft. Candy kann sich ein bisschen selber beschäftigen. Alter, Candy hat da einen Tantiemenbericht von... Gut. Von da ist schon ein bisschen was. Was macht ein Popschutz bei uns? Das ist einfach mal ein Popschutz da. Oh, Post. Und ich werde angerufen. Wer ruft mich an? Folge deinem Herzen. Da habe ich übrigens... Nee, da habe ich nicht. Konnte ich das hier nicht? Oh, 5700. Ich brauche dringend ein bisschen mehr Geld. 5,7? Ist schon ein bisschen was. Aber das bauen wir dann wirklich, dann mache ich hier hinten so eine kleine Treppe hin, hier so tschupp. Hier, dann machen wir das im Keller rein. Vielleicht nicht unbedingt die Bäume, aber das Kleinkrampf klappt bestimmt. Verbessern, verstärkter Behälter. Hast du eigentlich noch Tuning-Teile einstecken? Du hast ganz viele Tuning... Du hast eine leblose blaue Schnecke. Ja, perfekt. Du hast auch ganz viel im Inventar. Guck mal, was du alles im Inventar... Woher hast du Karotten? Ich habe eine Katze im Bild. Was hast du alles im Inventar, ey? Spinat. Basilikum. Salbei. Lilien. Noch mehr Weintrauben. Hunger hat er auch noch. Hat gefühlt eine LKW-Ladung Weintrauben in der Tasche, hat aber Hunger. Der Popschutz ist immer noch bei uns. Candy war wieder sehr wütend. Warum war Candy sehr wütend? So, ich schreib's mir mal schnell auf. Wo bin ich? Umziehen? Keller? Plus Garten. Ich habe keinen Platz mehr auf meinem Schmierzettel. Keller plus Garten. So, umgezogen bin ich. Ich habe ja so einen kleinen Ideenzettelchen noch, was ich vorhab zu bauen. Manche sind ja schon fertig. Andere noch nicht so. Warum ist Candy sehr wütend? Also da steht zwar, dass sie sehr wütend ist, aber sie ist nicht sehr wütend. Die ist doch glücklich. Jetzt ist sie unwohl. Jetzt ist sie... Was? Candy ist kaputt. Candy ist komplett kaputt. Er will noch ein bisschen Kunst haben. Tatsächlich, aber ich würde sagen, heute machen wir eh nicht mehr so lange. Es ist wieder unter der Woche. Ihr kennt mich, da mache ich eh grundsätzlich nicht so lange. Hier ist halt noch der Garten zu machen. Und es noch zu unterkellern. Also hier mache ich dann wirklich so eine kleine Außentreppe hin. Und schaue, dass ich vielleicht den Saftaufsprudler und sowas mache. Weil dann ist jetzt das große Grundstück hier drüben frei, um hier halt Apartment-Bereich hinzubauen. Wie ich es ja vorhatte. Warte mal, wir speichern. Und gehen mal nochmal zurück in die Welt.
Es waren nicht so ein paar Sachen, die ich noch ändern wollte tatsächlich. Weil ich, einmal war mein Grundstück auch, fände ich, zu groß für mein Haus. Das stand, das sah auch so leer aus. Auch gut, der Garten regelt immer noch viel. Muss man wirklich sagen, hier hinten der Garten, hier zum Beispiel. Julie hat das fetteste Haus bei uns. Der Garten regelt immer noch viel, also hier hinten zum Beispiel wäre ja dann auch ziemlich leer gewesen. Der Pool zum Beispiel ist ja auch nicht so groß und da hat auch ein bisschen Ding. Hier bei der guten Mary auch. Bei der gut Fräulein Green, die weiß ich tatsächlich nicht, ob ich die wieder rausschmeiß und vielleicht noch einen von euch damit dazu schmeiß. Die ist ja einfach nur für mich mal, weil ich Bock drauf hatte und das austesten wollte mit dem Pflänzchen. Trio hat auch ein geiles Haus. An sich finde ich alle Häuser geil geworden. So, mein Plan, den ich nämlich jetzt noch verfolge für die nächsten Sims-Sachen. Und zwar, ich habe ja hier so ein Schmierzettelchen. Einmal würde ich gern mich mal wieder ein bisschen weiterspielen. Ich habe alle gespielt und nicht mich. Und zwar würde ich gern das Haus noch unterkellern, den Garten fertig bauen. Guten Magic hier oben noch ein bisschen weiterspielen. Hier hätte ich gern einen Kaffee hingesetzt, so als Ort, einen Kaffee. Hier einen kleinen Nachtclub. Hier weiß ich es tatsächlich noch nicht, was ich dann hier hinschmeiß. Und hier möchte ich so einen Wohnblock hinschmeißen. So kann man ja einstellen. Warte mal. Zack. So Apartments. Wo wir ein paar mehr Leute reinschmeißen können. Weißt du? So richtig ein bisschen im modernen Stil alles. Und dann hier, wo ist es? Was? Doch, war schon Wohngrundstück, oder? Gab's es nicht? Gemeinschafts-, Hochzeitsplatz-, Lounge-, Mietobjekt. Entweder Miet-, ich glaube Mietobjekt war's. Wo ich geschaut habe, oder? Allgemein? Wohngrundstück? Bibliothek, Fitness? Gemeinschaftsplatz, Hochzeits-, Lounge? Ich glaube, es war ein Mietobjekt, oder? Für Sims auf Urlaub. Nee. Wo hatte ich denn das gesehen? Ich glaube, es war trotzdem ein Mietobjekt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mal gucken. Oder vielleicht machen wir auch irgendwas anderes. Schauen wir mal. Aber ich hätte hier Bock, eher wirklich so apartmentmäßig was reinzuschmeißen. Aber gut. Wir gehen raus, zurück zum Hauptmenü. Wir machen auch Schluss für heute mit dem Streamchen. Machen aber, naja, Samstag kann ich nichts versprechen. Ich bin Samstag voraussichtlich fast den ganzen Samstag unterwegs. Also voraussichtlich bin ich den ganzen Samstag unterwegs. Muss ich halt ehrlich sagen. Ich gehe mal schnell raus.